Hallo zusammen und herzlich willkommen zum MeshTV. Sehr originell, Anouk. Ja, wir sind hier in Augusta-Raurica und machen die erste April-Sendung von MeshTV. Im Rahmen von «Das Zelt» hat der Baselbieter Mundartsänger Paschi auf der Rosendal-Anlage die Bühne gerockt. Irini hat sich die Chance nicht entgehen lassen und hat ihn zu seinem neuen Album «Fußball, Sex, Drogen und noch viel mehr» ausgefragt. Der Paschi ist im 2003 durch die TV-Show «Musicstar» bekannt worden. Aber er ist nicht wie viele andere castete Sternchen ein Eintagsflieger geblieben. Nein, momentan ist nämlich sein zweites Album «Irgendwie Held» im Handel erhältlich. Und auch das hat wie das erste Paschi-Album Goldstatus erreicht. Ist mehr von mir irgendwie. Also alle Texte habe ich selber geschrieben und vom Sound her entspricht es auch irgendwie mehr. Ich habe mehr Einfluss können nehmen und ich finde es gelungener eigentlich. Nicht nur sein aktuelles Album ist erfolgreich, auch seine momentane Single wird im Radio auf- und abgespielt. «Bringen heim» ist der offizielle Titelsong von der Fußballsendung «Der Match». Fußball spielt allgemein eine grosse Rolle im Leben von Paschi. Fußball ist mein Leben. Nein, wie soll ich sagen? Ich wollte früher Fußballprofi werden. Und ja, aber dann kam Musicstar und dann musste ich das aufgeben. Und ja, jetzt mache ich Musik und Fußball nebenan. In der Super League schlägt Paschi sein Herz natürlich rot-blau. Aber was verbindet der Keltenkinder mit Basel als Stadt? Ja, mit Basel verbinde ich vor allem meine Jugend eigentlich. Früher viel mit den Kollegen abhängen am Rhein und so, wie man es halt macht. Und in Ausgang sonst. Apropos Ausgang, wie ist das denn so? Kann der Paschi noch gemütlich einziehen oder wird er überall erkannt? Wäre er echt gern ab und zu wieder ein No-Name? Also No-Name zu sein, hätte ich schon manchmal Bock. Also, wie soll ich sagen, ich bin manchmal ein bisschen schizo irgendwie, was Ausgang betrifft und so. Ich fühle mich hure irgendwie beobachtet manchmal. Vielleicht ist es gar nicht so, aber manchmal ist es dann doch so und dann wird es manchmal ein bisschen unangenehm. So, der Paschi wird sogar im Ausgang von seinen Fans verfolgt. Also ein richtiges Rockstar-Leben mit Drogen, Sex und Rock'n'Roll. Aber halt, der Paschi hat doch eine Freundin. Ist denn trotzdem schon mal etwas in einem Gubi gelaufen? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Nein, also ich habe klar eigentlich unsere Grenzen irgendwie. Und ich habe nicht das Bedürfnis. Wenn ich jetzt vielleicht Single wäre oder so, würde das vielleicht anders aussehen. Aber ich fühle mich pudelwohl eigentlich mit meiner Freundin zusammen und habe es nicht nötig, mit Groupies oder mit anderen weiblichen Fans irgendetwas anzufangen. Drugs, wie sieht es mit Drogen aus? Was ist deine Meinung dazu? Ja, man muss immer aufpassen, was ich sage. Jeder soll das nehmen, was er denkt, er mag es vertragen. Ich mag auch ein paar Sachen vertragen, aber ich will jetzt auch nicht unbedingt im Fernsehen sagen. Aber sicher nicht etwas, was man unterstützen muss. Aha, tja, wie gesagt, der Paschi genießt sein Rockstar-Leben im vollen Zug. Sein Ziel für die Zukunft ist vor allem, dass er weiterhin mit Musik sein Geld verdienen kann. Und irgendwann einmal vielleicht auch über die Grenzen der Schweiz erfolgreich sein kann. Das wird aber ziemlich schwer mit seinen Mundart-Songs. Mein Englisch ist fucking bad eigentlich. Und müsste wirklich, wie soll ich sagen, von null an das lernen oder einen Aufenthalt machen, um irgendwie glaubwürdig können zu sein mit Englisch. Hochdeutsch ist wieder etwas anderes, mache ich sehr gerne, tue ich sehr gerne singen. Aber fühle mich im Moment wohler mit Mundart eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin jetzt 19, ja, noch so lange Zeit und vielleicht mache ich dann einmal mal wirklich etwas auf Hochdeutsch oder so. Jedenfalls würde Paschi mit englischen Songs seinem grossen Vorbild schon ein bisschen näher kommen. Der Robbie Williams finde ich recht geil, eigentlich so seine ganze Attitüde und auch seine Songs sind geil. Und ich habe ihm sein Buch gelesen und habe mich ein bisschen in ihn verliebt, irgendwie auf eine Art. Und er ist einfach geil, ich irgendwie. Ja, wer weiß? Vielleicht füllt der Paschi in ein paar Jahren, wie sein grosses Vorbild, auch die grossen Konzerthallen in Deutschland und Großbritannien. Sehr wahrscheinlich ist es nicht, aber wir wünschen ihm einen Weg viel Glück.